Sind Sie nervös? Ich schon. Nee, ich bin schon mal am Frankfurter Flughafen gefahren. Aber okay. Jetzt bin ich auch zum ersten Mal wirklich im Straßenverkehr. Eine Jungfernfahrt sozusagen. Ja, und ich bin auch ganz aufgeregt. Fühlt sich gut an. Herr Dr. Rollinger, erklären Sie mir, was macht eine Versicherung, was hat die zu tun mit autonomem Fahren? Tja, das ist eine gute Frage. Wir sind drittgrößter Autoversicherer. Und wenn das autonome Fahren kommt, dann können ja keine Unfälle mehr passieren. Und dann ist unser Geschäftsfeld, wo wir über 2 Milliarden Umsätze machen, blöd für euch, ja, ist möglicherweise weg. Und deshalb setzen wir uns an die Spitze der Bewegung und schauen, was es auch rund um ein autonomes Fahrzeug noch zu versichern gibt. Wie das alles funktioniert, welche Daten dort entstehen, okay, wie vielleicht in Zukunft Versicherungen hier aussehen können. Denn es ist auch klar, so ein Fahrzeug ist natürlich auch Naturgefahren ausgesetzt. Also wenn jetzt Hagel kommt oder auch Diebe könnten ja so ein Fahrzeug klauen. Klar. Und das heißt, also eine Kaskoversicherung wird auch in Zukunft, auch bei autonomen Fahrzeugen, natürlich erforderlich sein. Das heißt, ihr sammelt Erfahrung mit dem autonomen Fahren, ja, um dann besser zu wissen, richtig, was man drumherum versichern kann. Ja, ganz genau. Aber ihr wollt die jetzt nicht betreiben? Nein, wir wollen kein Busbetreiber werden, aber für uns sind es wichtige Anschauungsobjekte, um hier zu verstehen, wie ist die Dynamik in diesem autonomen Fahren. Und die Höchstgeschwindigkeit dieses Gefährts ist? Ja, wir haben jetzt hier für die Straßenzulassung leider nur eine relativ geringe Geschwindigkeit, weil wir natürlich auch in einer gewissen Erprobungsphase sind. Mhm. Also, wie viele Kilometer mal als Kölner sind's? Zu sagen, 11 Kilometer. 11 Kilometer, genau. Ja, das habe ich ja mit Freude gehört, dass Sie auch ja, kölsche Jung sind. Ja, ja, genau. Wunderbar. Ja. Und ich glaube irgendwie, also Herr Raiffeisen ist auch ganz ruhig. Der ist ganz ruhig. Der staunt einfach nur, was ja quasi auch auf seine Initiative hin mehr oder weniger dann entstanden ist. Ne? Herr Raiffeisen ist ein ganz moderner Mensch gewesen. Und deshalb zehren wir heute noch von seinen Prinzipien und tragen sie in die Zukunft hinein. Und das, was wir hier gerade machen, das ist Fahren in der Zukunft. Oh, jetzt gehen die Türen auf. Ha! Mensch, unsere Fahrt ist schon beendet. Ist sie schon vorbei? Ja. Wahnsinn. Ehrlich gesagt, ich bin beeindruckt, Herr Dr. Rollinger. Tja. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank für die Infos. Ja. Und weiter schön, so. Schön, dass Sie uns besucht ja, haben. Und passen Sie gut auf, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Das werde ich definitiv tun. Danke.